Guten Morgen alle zusammen, weil wir haben erst gerade mal 9 Uhr. Willkommen zu einem neuen Probiervideo von mir, denn da es jetzt Frühstückszeit ist, geht es um ein Frühstück. Ich hoffe, die Akustik ist hier gut, mehr oder weniger, weil, naja, ich mache mal Fenster auf. Weil die Küche ist nicht gerade groß, wie man hier erkennen kann, aber was soll man machen, ne? Egal. Heute geht es darum, das sind Soßeisenbrotjes aus den Niederlanden, gibt es auch nur in den Niederlanden. Soßeisenbrotjes. Soßeisen ist auf Deutsch übersetzt eigentlich wie das englische Sausage für Würstchen. Also grob übersetzt könnte man sagen, es wären Wurstbrote oder Wurstbrötchen. So, was da drin ist, ist aber keine Wurst, das ist mehr so aus Hack gemacht, aber das kann ich euch nachher mal zeigen. Traditionell werden diese Dinger mit Blätterteig-Ummantelung gemacht und im Ofen gemacht. Wenn man das als Original jetzt irgendwo vom Händler holen würde, also jetzt nicht hier für zu Hause, sondern unterwegs als Imbiss, sind die auch so recht fettig, sage ich mal, durch das ganze Blätterteig. Und ja, also je nachdem, wie die zubereitet werden, schmecken sie gut. Kann auch sein, dass sie mal ein bisschen trocken schmecken. Kommt drauf an. Die Dinger habe ich im Jumbo-Markt geholt, in Venlo. In Venlo gibt es 2 Jumbo-Märkte. Einmal am Vienplein und einmal am Mars Boulevard. Wobei der am Mars Boulevard dann viel näher am Bahnhof ist. Also fußläufig zu erreichen. So. Jetzt muss ich aber noch eine kleine Sache loswerden, weil es gibt ja viele, die der Meinung sind, wenn ich jetzt in die Niederlande fahre, dass ich gegen die Einreisebestimmung oder sonst was verstoßen würde. Dem ist nicht so. Es gilt weiterhin, das wissen viele anscheinend noch nicht, weil sie sich einfach nicht informiert haben. Wenn ich jetzt ins nähere Grenzgebiet fahre, und das würde Venlo sein, auch Arnhem, oder in dem Fall fahre ich morgen nach Savannah mit einem Freund, was aber persönliche Gründe zu tun hat, dann ist das alles okay und da sagt auch keiner was. Ja, also braucht jetzt keiner zu sagen, ich habe jetzt gegen die Einreisebestimmung verstoßen oder keine Ahnung was, oder ich würde sie alle anstecken oder sonst was. Kommen diesbezüglich Kommentare darunter, werden die kommentarlos gelöscht. Es geht hier einzig und allein um das Produkt und nicht darum, ob ich einfach in ihr Land fahre oder nicht. Ich weiß, was ich tue. Ich bin alt genug und ich weiß auch, was die Regeln sind. Ne? Also, Leute, Fokus darauf legen und nicht auf diesen, auf das hier mit Fanlook allgemein oder Niederlande allgemein. Ich weiß, was ich tue und wie gesagt, ich lösche jetzt hier Kommentare, weil den Missbrauch der Meinungsfreiheit, den hier manche betreiben, werde ich nicht mehr dulden. So, jetzt kommen wir weiterhin zu den Soßeisenbrotjes. Soßeisenbrotjes. Viele Deutsche haben Schwierigkeiten, das auszusprechen, aber es macht ja nichts. Müssen wir das erstmal mit der Schere aufmachen. So, das muss ich jetzt für 6 bis 8 Minuten im Ofen warm machen. Traditionell wird das ja auch im Ofen gemacht. Achtet mal drauf, wenn ihr zum Beispiel im Jumbo-Markt seid, ganz am Anfang, da wird das sowas auch in so einem Ofen gemacht. Das ist auch ziemlich heiß, wenn das dann rauskommt. Also ein bisschen abkühlen lassen und dann genießen. So, ich esse 2 zum Frühstück, 4 wären zu viel. Ah, der ganze Blätterteig geht schon ab. Wie gesagt, ist aus Blätterteig. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, die Kamera hat das gerade drauf. So, wie man sieht, ist ja auch so ein bisschen Hack drin. Also das ist alles eigentlich aus Hack. Auch wenn es Soßeisen heißt. Also Soßeisen. Warte mal. Was war nochmal die Einzahl? So, weil Soßeisen ist die Mehrzahl. So. Also die Einzahl wird auf jeden Fall anders geschrieben. Nicht so wie da drauf. Jetzt kommen die Dinger in den Ofen. Und ich sag mal, in 8 Minuten melde ich mich dann gleich nochmal wieder. So, jetzt wird es heiß und fertig. Erstmal den Teller. Muss ich mit der Zange machen. So, im wahrsten Sinne des Wortes heiß und fettig, weil, wie gesagt, der Blätterteig ist halt sehr fettig. Nicht, vielleicht ist er vielleicht auch hier nicht so fettig. Ich weiß nicht, wie das hier hergestellt wird. Ups, Entschuldigung. So, jetzt muss ich natürlich ein bisschen abkühlen lassen, weil es nämlich ein bisschen heiß. Ja. Unterseite ist ein bisschen kalt. Ja, ich habe die nicht gewendet. Egal. So, da warten wir ein bisschen drauf und dann werden die gesnackt. So, jetzt bin ich hier an meinem Schreibtisch. Jetzt werden die Dinger probiert. Das eine fällt schon auseinander. Okay, wenn es schon auseinander fällt, kann ich euch zeigen, wie es im Inneren aussieht.
So sieht das Innere aus. Ne? Erinnert so ein bisschen an Frikandel, ist aber kein Frikandel, das ist irgendwas mit Hack. Ne? Also hat nichts mit Würstchen zu tun, auch wenn der Name Sauceisen Brotjes ist. So, dann wollen wir mal. Boah, das fällt echt auseinander momentan. Also ich habe echt ein schlechtes erwischt. bisschen trocken. Also ist schon ein bisschen trockene Angelegenheit. Aber es schmeckt ansonsten gut. Die originalen Dinger, also die jetzt von den Geschäften selber gemacht wurden, sind natürlich ein bisschen anders, sind nicht so trocken, aber wie gesagt, dass hier so Convenience für zu Hause ist, also ich hoffe, ihr wisst, was Convenience ist, ansonsten muss ich das irgendwann nochmal erklären. Nur ich weiß nicht, ob ich mir die Mühe machen soll, wenn die meisten lieber mit dem Daumen runterkommen, da habe ich auch nicht mehr so viel Lust. Nee, aber ansonsten muss ich sagen, ist zwar eine trockene Angelegenheit, aber ansonsten gut. Weil es Blätterteig ist, fällt es natürlich auch ein bisschen auseinander. Ja, aber gut, wie gesagt, ist kein Vergleich zu den Dingern, die man jetzt original schon fertig erwerben kann. So. Ja. Ihr könnt euch ja die Dinger auch mal kaufen. Wie gesagt, es ist kein Problem, wenn man nach Venlo, nach Roermond, nach Arnhem, nach Nijmegen fährt. Also das nähere Grenzgebiet, das ist alles kein Problem. Und dann kann man sich dann diese Dinger halt holen. Also im Jumbo-Markt gibt es sie beispielsweise. Und wie gesagt, in Venlo ist das dann fußläufig zu erreichen. Aber ich denke mal, andere Geschäfte müssten das auch haben. Wie gesagt, das ist alles Convenience. Das ist also alles quasi bei den Fertiggerichten, wenn man so will. Weil dahinter ist das Sortiment natürlich ein bisschen anders als hier. Aber das muss man erstmal, sag mal, selber gesehen haben, wenn man dann jetzt nicht regelmäßig in den Laden fährt. Wenn man jetzt in einem anderen Teil von Deutschland wohnt, dann wird man natürlich so schnell nicht in die Niederlanden kommen. Ja? Grüße gehen übrigens raus an meinen Freund aus Baden-Württemberg. Der hat nämlich auch nicht die Niederlande als Nachbarn, war allerhöchstens Frankreich. Aber trotzdem. Also, amico mio, Grüße gehen raus nach Baden-Württemberg. Danke, dass du immer zuguckst und immer an mich glaubst, was andere ja nicht tun. So, ich habe leider noch ein bisschen zu tun. Ich frühstücke mal auf und ich rede echt ungern mit vollem Mund. Moment. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also schmecken tut's. Ist ein bisschen trocken, ist natürlich ein bisschen fettig. Ja, aber kriegt man ganz reiche Haut von. Nein, aber wenn ihr mal die Möglichkeit habt, nach Venlo zu fahren, Venlo, also überhaupt Niederlande, könnt ihr euch mal da angucken, aber wie gesagt, nur näheres Grenzgebiet, alles andere. Da brauchen wir ja einen negativen Corona-Test, der, ich glaube, 72 Stunden alt sein soll und so weiter und so fort. Informiert euch einfach mal. Wie gesagt, informieren. Ja, ich habe es vorhin noch gesagt. Ich weiß, was ich tue. Und ja, damit verbleibe ich jetzt erstmal mit einem Adios und hoffe, ich darf euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen. Also, bleibt mir gewogen.